Heute baue ich mein erstes Boot, meine Gummiente kriegt ein neues Zuhause und ich werde das erste Mal von komisch guckenden Kreaturen angegriffen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunkenland hier auf Dalbert TV. Die Nacht ist um, es ist 9.30 Uhr morgens, ich habe gelernt, wie man Sachen anpinnt. Problem bei der Geschichte ist, ich habe noch nicht gelernt, wie man die Sachen wieder los wird. Bevor wir jetzt uns mit dem Boot auseinandersetzen, was ihr zuerst seht, bauen wir erstmal unten den Forschungstisch. Den können wir nämlich schon bauen mittlerweile. Dafür stelle ich hier nochmal ein Fundament auf. Und dann stellen wir direkt den Forschungstisch dazu auf und gucken mal, was der uns Schönes bringt. So, das hat geklappt. Und er ist links auch aus der Liste verschwunden. Das ist schon mal super. Was können wir machen? Okay. So einiges können wir hier machen. Gerade überlegen, ob ich davon nicht noch ein bisschen was mache erstmal. Fallen, Kühlschränke. Ah, okay, man muss den Tisch aufwerten, so wie es aussieht. Das ist auch nicht so billig. Gucken wir erstmal, was können wir denn hier machen? Metallschrottspeer. Armbrust. Eine Zweihandaxt. Schrotthelm. Guck mal, wir haben so viel Schrott. Ich glaube, wir nutzen mal ein bisschen was. Mal gucken, ob wir uns da mal so ein Helmchen gönnen können. Freigeschaltet. Habe ich den jetzt auch direkt in der Tasche? Nee, habe ich nicht. Kann ich den direkt bauen irgendwo? Hier, Schrotthelm. Okay, der sieht echt gut aus. Cool. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, hier ist noch ein Bauplan, den wir gekauft haben mit den Fußbodenplatten. Keine Ahnung, was das so bringt. Kann an Fundamenten und Böden befestigt werden. Okay. Wo haben wir den jetzt? Wahrscheinlich hier irgendwo mit drin. Ah, eine europäische Fußbodenplatte. Ah, okay, das scheint optisch einfach nochmal was anderes zu sein. Dafür brauche ich auch nochmal Farbe, damit ich das machen kann. 500 Hitpoints, die hat 1000. Ja, nee, dann mache ich das nicht. Zumindest nicht außen. So, dann Schrottrüstung. Bräuchte ich nochmal ein Seil, das würden wir auch hinkriegen. Wo habe ich die Stoffdinger? Hier. Perfekt. Ist zwar jetzt wieder ein bisschen rückwärts, weil ich eigentlich auf das Boot sparen wollte, aber ist nicht schlimm. Stoff kriegen wir ja relativ gut. Dann bastel ich mir jetzt noch ein Seil. Zack. Und dann forschen wir uns hier so eine Schrottrüstung. Nicht, dass wir schon gekämpft hätten bis jetzt, aber wer weiß, was noch so passiert. So, mir hätte es gedacht, dafür brauche ich jetzt natürlich nochmal zwei Seile. Kriege ich nicht hin, nur eins. Wie viele Dinger brauche ich? 12. Sortiere mal durch. So, dann räume ich jetzt hier den restlichen Schrott nochmal weg. Das andere kriege ich ja unterwegs. Tausche das Essen nochmal um. Gebratener Fisch hat also schon ein bisschen was auf Vorrat mittlerweile. Die Komponenten bleiben hier. Das Holz bleibt auch hier. Die Kohle bleibt auch hier. So, den Rest nehme ich mit. Und ich wollte mal gucken mit der Gummiente, was wir damit machen können. Oh, guck mal, die kann ich sogar auf den Grill drauf tun. Ich stelle sie mal hier oben drauf. Okay, cool. Bisschen groß, aber cool. Guti, also wir brauchen noch Stoff. Wir haben aktuell 80% der Insel erkundet. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest sein soll. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Durch den Stein kann man durchgucken, ist auch nichts zu sehen. Ich bin der Meinung, dass ich jetzt schon einmal komplett drumherum getaucht bin. Gucken wir nochmal auf der Seite hier. Vielleicht habe ich da doch noch irgendwas übersehen. Ne, das ist aber die Ecke mit den Brücken, wo ich schon war. Und ich glaube, das da vorne ist schon wieder ein neues Gebiet, oder? Ja, das ist noch ein neues Gebiet. War das vorher gar nicht eingezeichnet? Bin mir gerade nicht sicher. Doch, ich glaube schon. Wir schwimmen mal rüber. Da vorne sehe ich Komponenten. Bezirk 43 haben wir entdeckt. Okay, dann lasst uns da unten Polizeiauto. Die machen wir mal als erstes. Weil mit den Komponenten, hatte ich gesehen, kann man schon mal ein Boot bauen. 6 Stück. 2 habe ich noch zu Hause. Mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Nur ein. Okay, das ist nicht so viel.
Vorne ist noch ein Trecker. Zirk 43, 2%. Das heißt, es gibt wahrscheinlich 50 Teile, die ich hier looten kann, wenn ich das richtig verstehe. Pistolenmunition, Waffenteile. Okay, also nochmal was Neues. 4%. Okay, also jedes Teil bringt 2%. Oh, mein Luft ist leer. Oh nein, das wird eng. Ich hätte noch was essen sollen, bevor ich abgehauen bin. Na, ist egal. So, das ist nochmal ein Mülleimer hier. Nehmen wir alles. Nochmal was als Deko und nochmal Komponenten. Und den Trecker. Kriege ich dich noch zerlegt? Stoff, Metallschrott. Und Gummi. So, also Metallschrott sehe ich jede Menge. Wie viel Platz habe ich noch? Gar keinen Platz mehr in der Tasche. Muss ich also schon wieder zurück? Ich kann wieder das eine Teil. Ich brauche noch eine Komponente. Gucken wir jetzt erstmal weiter, ob wir nicht noch irgendwo eine Komponente auftreiben können. Haben wir hier einen Herd oder sowas? Erdbeersamen. Da vorne ist eine Kiste, da sind bestimmt, hier ist Stoff. Stoff ist schon mal super, ich brauche noch... Oh, passt. Also das hölzerne Sägeboot könnte ich jetzt schon mal bauen. Weiß halt nicht, was besser ist, ne? Ich kann es euch wirklich nicht sagen, ich kann beide bauen. Das hölzerne Boot steht halt bei, dass es für 4 Spieler Platz hätte. Also es ist wahrscheinlich eher so ein Multiplayer-Ding. Und hier haben wir Komponenten. Irgendwas hat er nicht mit reingenommen. Klebeband. Okay, dann tausche ich das jetzt nochmal schnell gegen Stoff. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen. Hier gibt es reichlich Zeug. Aber jetzt muss ich erstmal zurück nach Hause, beziehungsweise kann ich das Boot einfach bauen? Mich mal gerade gucken. Paddelboot. Mach ich mal. Da ist es. Lass mich raten, du brauchst bestimmt Sprit. Oh, das Ding hat eine... Boah, was für eine Truhe sogar. Nee, wir bleiben hier, wir looten weiter. Wir bleiben natürlich hier und looten weiter, wenn ich da so eine dicke Truhe kriege. Sortier mal. Dann ess mal einen Happen, trink mal einen Schluck. Okay, das scheint keinen Sprit zu brauchen, das Boot. Ach, weil es ein Tretboot ist. Cool. Keine Füße, aber ist nicht schlimm. Wie komme ich wieder raus mit C? Okay. Ja, cool, dann bleiben wir doch noch ein bisschen hier. Dann können wir das Gebiet hier ja einmal komplett leer machen, vielleicht. Ist auf jeden Fall was zu holen, und zwar ordentlich. Den Teil haben wir. Nochmal Luft holen. Dann war hier, glaube ich... Ach, ich war noch nicht voll. Hier war, glaube ich, nochmal irgendwo was, wo man... Wo ich was liegen lassen habe vorhin. Okay, also Metallschrott scheint wirklich überall in rauen Mengen zur Verfügung zu stehen. Entschuldigung. Muss man schon trinken. Dann geht das besser. Das nehmen wir noch mit, dann geht's wieder hoch. So, wieder aufgetankt. Könnte das ein Erz sein? Versuch's mal. Schwefel ist es.
keine Ahnung, wofür ich es brauche, aber ich nehme es mal mit. Kann ich vom Wasser aus auf den Speicherplatz? Ja, kann ich. Cool. Die Pfeile packe ich auch mal mit rüber. Aber auch schon wieder fast voll, das Ding. So, damit wäre das Gebäude auch fertig. Dann hier weiter. Schön. Ich hoffe wirklich, ich kann die Musik bei dem Spiel hier drin lassen, weil die ist echt angenehm. Das gibt doch diese Heilsalbe, nehme ich auch direkt mit. Oh, ich bin schon wieder leer. Ich glaube, ich hau mir mal dieses Antibiotika rein. Und noch mal was zu essen. Ich muss sagen, das Holzfällen ist hier auch nicht ganz so öde wie bei anderen Spielen, weil du halt diese Abwechslung hast. Mal sind es Bäume, mal sind es Möbel, die du zerklopst. Immer ein bisschen was anderes. So, was haben wir hier noch? Eine Litfaßsäule, der ich nichts anstellen kann. Das rote Kraut nehme ich mit und dann muss ich hoch. Verliere ich gleich wieder das Leben, was ich gerade mühsam aufgetankt habe. Das da könnte auch noch ein Erz sein. Ist das ein Erz? Auf jeden Fall Muscheln drauf. Ja, ist irgendwas zum Durchsuchen. Ach, die Muscheln kann ich da runterpicken. Cool. Da ist noch ein Auto. Wie weit sind wir denn? 30% gerade mal. Okay, da ist noch ein bisschen was vor uns. Nicht zum Abbauen. So, dann fangen wir jetzt mit dem Häuschen an hier, würde ich sagen. Und zwar arbeite ich mich mal von unten nach oben vor. Ist vielleicht besser für mein Leben. Ups. Hier ist ein Kühlschrank. So, ich versuche mal das jetzt so zu machen, dass ich mir die Sachen nicht stundenlang angucke, sondern einfach erstmal alles reinwerfe. Und gleich oben am Boot kümmerst, dann uns in Ruhe angucken. Komm ich hier irgendwie raus, einfach so? Ja, ja. Oh, wir haben noch ein Oberteil gefunden. Rüstung plus 1, Rüstung plus 3. Dann behalte ich das. Kann ich da irgendwas mitmachen nachher? Das zerlegen oder so? Weil die scheinen Haltbarkeitsbalken zu haben. Vielleicht sollte ich das einfach mal aufheben. Kann ich mit den Muscheln machen? Essen. So, und daraus müsste ich doch jetzt direkt schon diesen Trank herstellen können. Zack. Und den gönne ich mir auch direkt. Sortieren. Und weiter. Von unten nach oben, habe ich gesagt. Haben wir hier nochmal Schrott. Hier ist nochmal Schrott. Und dann müssen wir auch schon wieder hoch. Ich glaube, damit sind wir hier unten durch. Es wird auch gleich schon wieder dunkel. So, dann machen wir jetzt die Etage. Oder war Medizin drin? Pudding? Und gleich nochmal gucken. Gammelige alte Couch, die irgendwie nicht kaputt geht. Und hoch.
War schon wieder zu spät. Oben ist noch ein bisschen Metall drauf. So, gucken wir nochmal, was gegeben hat. Stoff. Länger tauchen. Ich heb das mal auf. Tatsächlich, Pudding. So, damit ist das Bötchen jetzt voll. Ja, geht auch so nichts mehr rein. Ich glaube, hier in der Mitte waren wir fertig. Bis auf der Schrott. Ich glaube, ich kann bald anfangen, den Metallschrott liegen zu lassen. Nicht, dass ich jetzt schon in der Lage wäre, das einschätzen zu können, aber wir haben so viel davon. Und ich weiß ja, wo ich es herkriege, wenn ich es brauche. Wäre jetzt also nicht so dramatisch, wenn ich das jetzt nicht alles immer mitnehme. Da liegt auch nur Schrott. Das will ich mir aber nochmal angucken. Und danach müssen wir eh wieder zurück nach Hause. Achso, das ist nur Geröll. Kann ich mit den Reifen irgendwas tun? Gummi. Sehr schön. Nehme ich mit. Hätte ich zwar jetzt auch eher verstanden, wenn ich es zerhacken hätte müssen, aber so geht es natürlich auch. Auch nur zum Zerhacken hier Holz. Oh. Keine Ahnung, was das jetzt alles war. Gucken wir uns gleich an. Da oben ist noch was. Ich muss wieder hoch. Alles zum Zerlegen. Das Regal, okay. So, die gute Nachricht ist, man sieht ja immer genau, wo man schon war und wo nicht. So, kann ich hier noch irgendwas von einlagern? Oder hat er das jetzt weggeschmissen? Atta. Gummi passt aber noch. Bisschen Metall passt noch. Also das finde ich blöd, dass er das dann wegschmeißt. Er soll einfach das auffüllen, was er noch kann. Und den Rest dann... Oh, ich kann die Farbe vom Boot ändern, okay? So, was kriegen wir hier? Das können wir verkaufen. Das ist Deko für zu Hause. Das ist wohl auch Deko. So, dann haben wir hier einen Bauplan für eine Tapete. Die ziehen wir uns mal rein. Tapete grün. Und ein blauer gemusterter Stuhl. Oder ist das generell blau gemusterte Möbel? Können wir ja mal kurz gucken. Blau gemusterter Stuhl, da ist er. Bescheidenes Sofa. Eine Metalltruhe. Munitionskiste, Lebensmittelbehälter. Ich weiß nicht, ob der dann besser ist von einer Haltbarkeit, aber Haltbarkeit gibt es ja nicht. Hier kann man Holzplanken aufbewahren, das ist natürlich auch schick. Und hier kann man Metallschrott reinschmeißen, das ist auch schön. Aber vielleicht bauen wir uns die beiden gleich, aber jetzt düse ich erstmal nach Hause. Lass uns mal das Boot hier in Gang setzen. Wo war zu Hause noch gleich? Hier links. Das da müsste zu Hause sein. Warum paddelt er nicht los? Jetzt paddelt er los. Interessante Geräuschkulisse. So, sind wir auf Kurs? Jawohl. Okay, also ich kann mich beim Fahren umgucken. Er lenkt trotzdem weiter, das ist schon mal schick. Das ist aber schön gemacht hier alles, muss ich sagen. Die Frage ist, das da hinten dann auch ein Händler? Und was ist das da? Alles noch rausfinden. Lebensbalken hat das Boot nicht, dann passt das ja. So, Fackel. So, trinken wir uns einmal voll. Essen noch einen Happen. Genau, ich habe übrigens mal 5 Eimer gebaut, damit ich nicht mal wie so ein Bekloppter hin und her rennen muss. So, räumen wir das noch weg. Das kann ich mir direkt reinpfeifen. Ach, cool. Leuchtet das Ding wohl?
Es leuchtet tatsächlich. Ja, cool. Nightclub ist hier. Das Ding sollte ich verkaufen und das hier kann ich noch platzieren. Ist die Frage, kann ich da auch irgendwas mit machen oder bist du wieder nur Deko? Gucken wir mal. Nee, ist definitiv nur Deko, aber dann kann ich da bestimmt die Ente draufstellen. Kann ich dich irgendwie... Nee, kann ich nichts mitmachen mit der armen Ente. Hui. So, dann gucken wir nochmal. Also, das Boot habe ich jetzt gebaut. Wasserflaschen könnte ich mir noch bauen. Ich kann mir Komponenten selber herstellen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Kühlschrank sehe ich aktuell keinen Sinn, da mein Essen nicht vergammelt scheinbar. Ausrüstung reparieren. Meine Ausrüstung geht nicht kaputt. Brauche ich auch nicht reparieren. Zumindest habe ich aktuell den Eindruck. Kann sich ja noch ändern. Wir haben ja auch nur das Billigzeug in Anführungszeichen. Metallschrottspeer. Ich glaube, den würde ich ganz gerne nehmen. Der hat 40 Schaden und das Ding hätte ich gern. Also ich brauche noch ein Seil, Klebeband, zwei Komponenten und Holz. Mal gucken, ob wir da was zusammenkriegen. Holz haben wir, Klebeband haben wir. Und die Komponenten hatte ich, glaube ich, hier unten mit drin. Ah ne, ich habe aber ein paar Komponenten, glaube ich, hier im Boot. Holen wir da mal schnell was raus. Das kann ich schon mal mitnehmen. Da sind Komponenten, die kann ich auch schon mal mitnehmen. Alles, was mit Essen zu tun hat, nehme ich mal mit. Und Stoff brauche ich sowieso jede Menge. Rest lasse ich erstmal hier, kann ich zu einem anderen Zeitpunkt mal leer machen. Wobei, stopp, das Handy kann auf jeden Fall da rein und dafür nehme ich das Glas mit. So, wie gut leuchtest denn du da oben? Nicht so gut, aber ist schon schick. Passt. Also eine Menge Deko kriegt man hier. Jakobsmuscheln könnte ich da zum Grillen draufpacken. Das möchte ich ehrlich gesagt gerade noch nicht. Was passiert jetzt gerade? Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Wo ist dieser Speer, den ich gerade erforscht habe? Hier. Ich wollte noch eine Komponente. Was brauchte ich für Komponenten? Oh, was bist du? Ey. Noch einer. Okay, die sind scheinbar auf meine Möbel fixiert, nicht auf mich. Sind das die Wellen? Krass. Die sehen schon ziemlich übel aus, die Jungs und Mädels vielleicht. Keine Ahnung. Gut, wo waren wir stecken geblieben? Ich wollte mir einen Speer bauen, ne? Wo ist der? Irgendwo habe ich ihn doch gesehen. Hier, dafür brauche ich nochmal eine Komponente. Und für die Komponente kann ich mich hier sowas machen. Und Metallschrott, das ist kein Problem. Falsch rum. So, und jetzt kann ich mir den Speer bauen. Tausche ich gegen den hier aus. Kann ich den nachher verkaufen? Der macht 32 Schaden, der macht schon mal 40 Schaden. Dann wollte ich mir einen Bogen bauen. Hatte ich doch schon nicht, Dulli. Naja, ist egal, weg damit. So, was haben wir noch? Eine Armbrust könnte ich mir auch bauen, wenn ich zwei Seile und ein paar Komponenten hätte. Und die Zweihandaxt. Also ich brauche nochmal Seile. Zwei Seile am besten. Und dann erforschen wir das Ding. Und dafür brauche ich nochmal zwei Komponenten. Und nochmal Metallschrott. So, zum Bauen brauche ich natürlich nochmal Metallschrott und nochmal Seile. Mal alles her. So, wie viel Seile bräuchte ich? Für die Zweihandaxt zwei Stück, für die Armbrust einen. Und nochmal vier Komponenten. Machen wir so. Dann habe ich jetzt die Zweihandaxt.
4 Komponenten. Habe ich noch Gummi im Dingens? Ist meine Fackel jetzt kaputt gegangen? Scheint so. Mist. Nee, Gummi habe ich hier schon rausgeholt, aber ich glaube, ich habe noch was im Auto generell. Und dann tauschen wir die Sachen, die ich verkaufen will, mal eben aus. Das kann ich dann auch verkaufen, wenn ich auf die Bolzen umsteige. Das auch. So. Kleidung behalte ich erstmal noch. Ich habe keine Ahnung, wie lange die hält. Wobei aktuell sieht es nicht so aus, als wäre es kaputt gegangen. Irgendwo hatte ich hier noch Gummi, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, hier habe ich die Komponenten reingesteckt. Hier ist noch Gummi. So, Glas brauche ich, glaube ich, auch ein bisschen was. Dann packe ich das da erstmal rüber. Das auch, das auch. Die auch. Das stelle ich mir hier drauf. Gucken wir uns dann morgen ein bisschen genauer an. So, jetzt war ich stehen geblieben bei der Armbrust, richtig? So, dafür brauchte ich jetzt nochmal 2 Komponenten. 1 und 2. Und dann haben wir die Armbrust und dann brauche ich noch die Bolzen dazu. Die sind hier unten. Machen wir erstmal 20 Stück. So, und dann kann ich die beiden zum Verkauf geben. Die behalte ich. Das kommt erstmal in die metallische Kiste. Essenstechnisch habe ich gerade nichts. Und das kann dann erstmal alles hier rein. So, und dann hole ich mir hinten noch das restliche Metallzeug. Dann stärken wir uns. Und dann geht die Sonne ja auch schon wieder auf. Dann fahren wir mal rüber zum nächsten Gebiet. Nee, das wollte ich nicht. C. So. Oder fahren wir erst einmal zum Händler und tauschen das ein. Dann müssen wir gleich mal gucken. So, Schrott kann ich ja hier rausschmeißen. Brauche ich jetzt nicht. Mit mir rumschleppen. Nee, falsch rum. Hier ist reichlich Essen drin. Weiß nicht, ob ich jetzt echt die Dose mitnehmen soll. Aber warte mal, das ist doch weniger geworden. Ich hatte doch 5 oder so. Oder habe ich was gegessen davon zwischendurch? Vergammelt das vielleicht doch mit der Zeit? Bin mir nicht sicher. So. Und so. Na gut, Wasser kann erstmal durchlaufen. So, dann lass uns mal hier nochmal eben gucken. Hier könnte ich Süßwasser reinmachen. Wenn ich die ganzen Cola und so leer getrunken habe, macht das auch Sinn. Es fängt automatisch kleine Fische. So ein Fischernetz. Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Und Pfeilen. Kühlschrank brauche ich Elektronik. Was brauche ich denn fürs Upgrade? 15 Komponenten. Das ist kein Problem. Aber die 15 Komponenten plus die 20 Gummi, das ist schon übel. Und es ist halt immer noch die Frage, wie ich hier oben die Dinger hier weggemacht kriege. Das habe ich immer noch nicht rausbekommen. Wenn ich mehrfach drauf drücke, dann bin ich es halt einfach häufiger an. Ich habe aber noch nicht raus, wie ich da das mache. Wenn ihr das wissen solltet, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ich noch gesehen habe, war ein Umzugskarton. Wo war der denn nochmal bei? Irgendwo habe ich den gesehen. Guck mal, hier kannst du einfach ein Lagerfeuer bauen. Kann einen weiten Bereich beleuchten. Beleuchtet einen kleinen Bereich. Größerer Bereich wird an der Decke aufgehängt. Rote haben wir jetzt schon mal. Hier können wir nochmal Abwehrwände bauen und Fallen. Und Reifenstapel, damit du das Gummi nicht immer einlagern musst. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Holzregale und Metallregale. Ich will mal gerade gucken, ob ich die auf den Boden stellen kann, bevor wir jetzt nochmal losdüsen. Wie war das? Die müssen auch aufs Fundament. Okay, also ich muss mir auf jeden Fall, wenn ich vernünftig Sachen einlagern will, eine große Base bauen. Das sehe ich schon mal, weil es gibt hier wirklich einiges, was man tun kann. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt mal kurz aufs Bötchen drauf hüpfen.
Und dann paddeln wir mal rüber zur unbekannte Ruine. Das ist alles unter Wasser. Das kennen wir schon. Die Villa, da ist der Handelsposten. Wo ist denn? Lass mich noch mal kurz gucken. Der Handelsposten ist da. Das da wird wohl auch ein Handelsposten sein. Was ist das da? Da paddeln wir jetzt mal hin. Gucken wir mal, was das ist. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen sicherer mit der neuen Waffe. Okay, ich hatte mich schon gefragt, wofür die Funktion Boot anschubsen ist. Hab's ja gefunden. Ich glaube, ich hänge schon wieder fest, oder? Nee, doch, rückwärts geht. Okay. Ihr seht schon, Boot fahren ist für mich genauso einfach wie Autofahren. Läuft nicht. Komm, steig nochmal aus und gib dem Ding einfach nochmal einen ordentlichen Schubser. So, das Ding fährt jetzt 50 km/h und wenn ich beschleunige, geht er sogar hoch auf 60 und das scheint nicht mal Ausdauer zu kosten. Doch, kostet Ausdauer. Mich kostet das Ausdauer. Ja, ich drehe es ja auch wie ein Bekloppter. Dann hör auf zu beschleunigen. Dann fährst du mal ganz in Ruhe. Wobei die Insel sieht befestigt. Da ist auch einer drauf, oder? Lass mich mal kurz das Ganze hier beenden. Ist der Freund oder Feind? Das müssen wir noch rausfinden. Achso, ich bin jetzt Fahrgast. Das ist auch ein bisschen irritierend hier. Da muss ich auch noch mit klarkommen. Mutantensiedlung. Das sind, glaube ich, die Viecher, die mich nachts angreifen, oder? Okay, der hat sich vom Acker gemacht. Ach, die verziehen sich dann. Okay, also die KI ist schon mal nicht dumm. Von wegen, die verziehen sich dann. Die kommen dann an Bord. Steig mal aus. Da noch mehr? Da ist noch einer. Aber ich muss mir dringend angewöhnen, dass ich E drücken muss, wenn ich gelootet habe. Ich bin da sonst immer in dem Inventar drin. Oh, jetzt kommen einige. Okay, die sind aber relativ einfach zu besiegen. Habe ich zumindest jetzt gerade noch so das Gefühl. Was sind alle? Heiliger Strohsack. Da ist noch einer. Mehr Meister. Okay, man kann also wirklich anhand der Musik sagen, ob man gerade im Kampf ist oder nicht. Ich glaube, wir haben sie alle. Die Musik hat sich beruhigt. Mehr Pudding. Neue Axt. Und die Sachen denn jetzt eine Haltbarkeit bekommen? Jetzt haben wir ja schon die nächste Stufe. Sieht nicht danach aus. Oder die Sachen haben halt einfach keinen Balken für Haltbarkeit. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Andererseits Batterie und Fackel wird hier angezeigt, ne? Da vorne ist noch ein Fass. Habe ich übersehen eben.
Ja, ich habe zwar gesagt, dass ich Metall, glaube ich, mal liegen lasse, aber ich glaube, ich ändere meine Meinung diesbezüglich nochmal, weil wir haben ja jetzt eben ein bisschen was gebaut und haben ja schon fast alles verbraucht, was ich so habe. Ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen was auf Reserve haben. Pilzvogelsuppe. Keine Übersetzung gefunden. Okay, nehme ich trotzdem erstmal mit. Ich esse die wohl auch, wenn sie nicht auf Deutsch ist. Was bist du? Eine Kiste mit Komponenten, sehr schön. Rezepte. Kariertes Sofa. Ah, ich muss es erstmal ins Inventar nehmen, sonst kann ich es nicht lesen. Massiver Holzschrank. Ein Fernglas, das ziehe ich mal hier unten rein. Und das ist Deko. Okay, muss ich gleich zurück zum Boot. Ein Riesenrad. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Das ist, glaube ich, der Handelsposten, bei dem wir waren, ne? Und was ist dann das auf der anderen Seite? Könnte auch wieder ein Handelsposten sein. Oh, was ist denn das? Da rennen Bewaffnete rum. Mit Waffen sieht das so aus, richtig. Er hat einen Speer oder sowas in der Hand. Okay, das ist auf jeden Fall eine Insel, die wir nicht so schnell besuchen werden. Aber es deutet dann auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass die Gegner hier alle ein bisschen abwechslungsreicher sind. Ich hatte nämlich jetzt eben schon Mutanten und die Welle und jetzt sehen die hier auch noch genauso aus. Ich dachte schon, wir finden uns hier bei Infected wieder, wo wir jetzt die gesamte Staffel über immer auf die gleichen Zomboiden draufhauen. Oder Wembys heißen sie da, ja. Aber hier scheint es tatsächlich eine ordentliche Abwechslung zu geben. Finde ich gut. Schauen wir mal, wie die sich dann auch unterschiedlich verhalten beim Kämpfen. So, aber geradet haben wir den Platz ja hier jetzt echt zügig. Sehr cool. So, noch ein bisschen Gummi haben wir ja auch schon mitgekriegt. Brauchen wir eine Menge von. Ich muss es so machen. Inventar ist voll. Machen wir mal gerade. Sortieren hilft auch nicht. Irgendwas kurz hier, die Erdbeeren haue ich mir gerade rein. Ah, warum kriege ich denn da dann Samen von? Pudding? Vogelfleisch, das muss ich wahrscheinlich auch erst kochen. Nee, komm, wir gehen einfach kurz zum Boot. Komm ich halt nochmal wieder. Gummi lasse ich auf keinen Fall liegen. Sachen, die ich verkaufen kann. Weiß nicht, ob ich die Deko-Sachen verkaufen kann, aber will ich eigentlich nicht. Die will ich schon benutzen. Die hätte ich einfach trinken können. Na, ist egal. Jetzt kann ich auch ausladen. Jetzt bin ich hier. Halt, du nicht. So. Und dann gehen wir nochmal drauf und holen den Rest. Ist ja auch eine Prozentanzeige. 89. Wir haben also noch nicht alles. 11% fehlen noch. Kann ich mit dem Netz irgendwas tun? Nein, kann ich nicht. Oh, da war ein kurzer Leck. Ist dann auch die Frage, wenn ich jetzt hier nochmal wieder herkomme, respawnen die dann? Oder ist die Insel komplett leer? Bleibt die jetzt für immer? 95%. Irgendwas habe ich wohl übersehen. Kurz nochmal gucken. Hier kann ich nichts mitmachen. Ja, los, komm. Also hier will ich jetzt die 100 voll machen, wenn ich schon 95 habe. Hier noch irgendwo was rum. Also unter Wasser sehe ich nichts mehr. Da kann ich auch nichts kaputt machen. Wir gehen noch einmal rum. Da ist auch nichts. Vielleicht hier in diesem Bau ist auch nichts drin. Okay.
95%. Ich guck mal weiter. Ich hab's gefunden. Da ist doch noch ein bisschen Metallschrott unter Wasser. Ich vermute mal, dass das es auch ist. Und dann hätten wir das erste Gebiet vielleicht mit 100% abgeschossen. Jawohl, also Mutantensiedlung wird rot angezeigt. 100%. Jetzt gehen wir eben noch mal hier in die Fraktion rein. Mutanten, es gibt noch 5 weitere Inseln mit 30 Feinden insgesamt. Okay, Sklavenhändler, 6 Inseln, 83 Feinde. Also die Inseln scheinen damit auch immer voller zu werden. Das ist ja krass. Dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.